Moin aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern und herzlich willkommen auf Deutschlands größter Insel Rügen. Im Juni 2021 haben wir uns auf den Weg in den Landkreis Vorpommern-Rügen gemacht. Ziel ist der kleine Ortsteil Lauterbach in Putbus, der sogenannten weißen Stadt der Insel Rügen. Der Weg über die Insel führt uns ein Stück auf der deutschen Alleenstraße entlang. Nach der Einfahrt in die Ortschaft ist der Wohnmobilstellplatz Lauterbach gut sichtbar ausgeschildert. Die kleine Seitenstraße fahrt ihr bis zum Ende durch und schon habt ihr den Stellplatz erreicht. Die Anreise hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Lauterbach kann zu den Öffnungszeiten der kleinen Rezeption erfolgen. Sie ist mit einer Unterbrechung zur Mittagszeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Wenn ihr außerhalb dieser Zeiten anreisen wollt, könnt ihr das problemlos vorher telefonisch vereinbaren. Bei der Anmeldung bekommt ihr auch einen kleinen Transponder, der euch auch die Schranke öffnet. Mehr dazu und zum Stellplatz gibt's natürlich gleich noch im Video. Wir haben bei freier Platzwahl schnell eine schöne sonnige Stellfläche gefunden. Bei tollem Wetter hier auf Rügen heißt es nun, direkt in den Wohlfühlmodus schalten und eine schöne Zeit in Lauterbach genießen. Von Meisterhand zubereitete frische Erdbeeren sorgen für die notwendige Stärkung, bevor wir uns direkt einmal auf den Weg mit dem Rad in das keine 3 Kilometer entfernte Putbus machen. Auf dem Weg nach Putbus fällt einem direkt das Haus über Kopf auf. Dieses 2010 errichtete Einfamilienhaus steht wortwörtlich auf dem Kopf und kann bei einer Hausbesichtigung bestaunt werden. Die gesamte Einrichtung, wie Möbel und Gebrauchsgegenstände, stehen in und mit diesem Haus auf dem Kopf. Geöffnet ist hier täglich. Unser Weg führt uns nun aber rein nach Putbus. Hier steht nicht nur die Touristeninformation nicht auf dem Kopf. Und auch wenn Putbus die jüngste Stadt der Insel ist, hat man sich für die herkömmliche Bauweise mit dem Fundament auf der Erde entschieden. Wir machen ganz gerne einen kurzen Stopp bei der jeweiligen Touristeninformation. Da wir auf unseren Touren oftmals spontan Halt machen, sind wir im Vorfeld nicht immer mit Karten und Infomaterial ausgestattet. Der Blick auf einen kleinen Stadtplan hilft bei der Entscheidung, wo es denn nur interessant und schön sein kann, schon manchmal sehr. Wir entscheiden uns dafür, zuerst einmal den Schlosspark von Putbus anzuschauen. Er ist einer der wenigen noch erhaltenen Landschaftsparks Nordeuropas und mit einer Größe von 75 Hektar eine besondere Attraktion der Insel Rügen. Neben Fischchen im Wasser gibt es hier über 60 verschiedene Baumarten. Unter anderem die griechische und spanische Tanne, asiatische Maulbeerbäume und auch der Mammutbaum ist zu bewundern. Man kann aber auch einfach den schönen Blick auf das Wasser genießen, sich in die Hängematte legen
oder einen Kaffee im alten Marstall genießen. Beim Puppen- und Spielzeugmuseum gibt es ein lecker Törtchen mit Blick auf das Wasser. Und bei der Orangerie kann man den sterbenden Gallier bewundern. Nicht verpassen sollte man das Wildgehege des Schlossparks, das sich ganz in der Nähe der Schlosskirche befindet. Auf dem 8 Hektar großen Gelände kann man neben Rot- und Dammwild auch das doch sehr seltene weiße Dammwild entdecken. Wir haben den Schlosspark verlassen und machen uns auf den kurzen Weg zum Zirkus von Putbus. Hier aus der Vogelperspektive kann man den Rondellplatz, der als der letzte einheitlich angelegte Rondellplatz in Deutschland gilt, gut erkennen. Zu verdanken ist der tolle Platz dem guten alten Fürsten Wilhelm Malte I. Acht Wege führen zu dem 21 Meter hohen Obelisk, der sich in der Mitte des Platzes befindet und als Sinnbild für die Gründung des Ortes Putbus im Jahre 1810 steht. Das größte Haus am Zirkus ist das ehemalige Pädagogium zu Putbus, das alte Postamt, das Kronprinzenpalais und auch alle anderen rund um das Rondell errichteten Gebäude sind natürlich weiß. Wie die graue Maus fühlen wir uns auf dem Wohnmobilstellplatz in Lauterbach keinesfalls. Auch wenn hier, wie auch in Putbus, weiß die prägende Farbe ist. Der Wohnmobilstellplatz Lauterbach bietet Platz für 26 Mobile. Die Stellflächen sind befestigte Rasenflächen. Sie sind großzügig bemessen und überwiegend sonnig. Es ist ausreichend Platz für Markise, Tisch und Stühle. Und alles, was man sonst noch so benötigt. Der Platz war bei unserem Aufenthalt wunderbar grün und gepflegt. Die Betreiber sehr nett und freundlich und man merkte, dass hier alle mit viel Engagement bei der Sache sind. Jeder Stellplatz ist mit einem 16 Ampere Stromanschluss ausgestattet. Um den Strom zu aktivieren, haltet ihr einfach den kleinen Transponder vor die Säule. Der Strom wird dann mit 70 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet. Das Zapfen von Frischwasser erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Chip vor die Säule halten und das Wasser fließt. Wer möchte, kann hier natürlich auch seinen Schlauch nutzen. Die Fähr- und Entsorgung ist großzügig bemessen und auch für größere Fahrzeuge gut zu erreichen. Das Guthaben könnt ihr euch bei Ankunft bequem an der Rezeption auf den kleinen Transponder aufladen lassen. Der Transponder öffnet euch auch, wie am Anfang vom Video schon gezeigt, die Schranke zur Ein- und Ausfahrt. Das Sanitärgebäude war bei unserem Aufenthalt nicht geöffnet. Es bestand aber die Möglichkeit, ein privates Bad zu mieten. Insofern können wir euch keine Bilder der sanitären Anlagen von innen zeigen. Auf der Homepage des Stellplatzes könnt ihr euch aber bei Interesse ein paar Fotos ansehen. Wir haben bei unserem Aufenthalt 14 Euro Stellplatzgebühr bezahlt. Ebenfalls ist eine Kurtaxe in Höhe von 2 Euro zu entrichten. Der Strom, wie schon erwähnt, wird mit 70 Cent je Kilowattstunde berechnet. Alle weiteren gegebenenfalls anfallenden Gebühren gibt es auf der Homepage des Stellplatzes. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Eure Vierbeiner sind auf dem Stellplatz gestattet.
WLAN gibt es gegen eine kleine Gebühr. Wer Waschmaschine und Trockner nutzen möchte, kann einfach bei der Rezeption nachfragen. Euren Einkauf könnt ihr übrigens sehr bequem im Supermarkt erledigen, der sich nur einige Schritte vom Stellplatz entfernt befindet. Ebenfalls ganz in der Nähe findet ihr den kleinen Hafen von Lauterbach. Er ist keine 500 Meter vom Stellplatz entfernt. Lauterbach wurde von Wilhelm Malte I. 1816 als erstes Seebad der Insel Rügen gegründet und ist heute das maritime Herz von Putbus. Vom Stadthafen aus kann man in den Sommermonaten mit dem Ausflugsschiff Fahrten auf dem Greifswalder Bodden unternehmen. Nach vorheriger Anmeldung kann man auch das Naturschutzgebiet Insel Film besuchen und dort an einer Führung teilnehmen. Infos bekommt ihr direkt am Hafen. Das Fischbrötchen und andere Fischspezialitäten bekommt ihr natürlich auch direkt am Hafen. Es gibt hier einige gastronomische Angebote und es ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Direkt neben dem Stadthafen befindet sich die Marina von Lauterbach. Hier gibt es übrigens auch die Möglichkeit, mit dem Wohnmobil zu stehen oder sich ein Häuschen im Wasser zu mieten. Stadthafen und Marina sind nur durch die alte Mole getrennt. Und hier hat mehrfach am Tag der bekannte rasende Roland seinen Auftritt. Lauterbach-Mole ist Start- bzw. Endpunkt der historischen Schmalspurbahn. Der rasende Roland dampft seit über 125 Jahren mit 30 km/h Höchstgeschwindigkeit über die Insel und bringt euch unter anderem nach Binz, Selin und Göhren. Es gibt auch die Möglichkeit, das Rad mitzunehmen. Oder ihr nutzt das Kombi-Ticket und fahrt eine Strecke mit dem rasenden Roland und auf dem Rückweg nutzt ihr das Schiff. So eine Kombination Wasser und Dampf bietet sich zum Beispiel für einen schönen Tagesausflug nach Binz an. Direkt von Lauterbach aus kann man natürlich auch zu schönen Fahrradtouren am Greifswalder Bodden entlang starten und auf dem Rad die tolle Natur genießen. Aber wie gerade schon erwähnt, könnt ihr zusammen mit Roland Zug, Rad und Schiff wunderbar kombinieren. Wir sind zurück an unserem Buffetwagen. Und natürlich gibt es bei uns heute Fisch. Diesen zwei Prachtexemplaren konnten wir nicht widerstehen. Die Zubereitung ist schnell erledigt. Wir mögen so eine tolle Dorade gerne ohne viel Tamtam. Bisschen Knoblauch, frischer Pfeffer und Salz und dann das Ganze einfach auf den Grill. Am Ende noch ein paar Scheiben Limette obendrauf und fertig. Jetzt braucht es nur noch einen Moment Geduld. Und was soll man sagen? Das bordeigene Restaurant konnte auch diesmal anwesende Gäste zufriedenstellen. Wir genießen einen schönen Abend mit einem tollen Essen hier auf dem Stellplatz in Lauterbach und würden uns freuen, wenn ihr auch auf unseren nächsten Touren wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben.
Das Abonnieren unseres Kanals kostet auch heute nichts. Ihr verpasst dann keines unserer nächsten Videos. Alle wichtigen Informationen zum Stellplatz sowie andere interessante Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Tschüss von der Insel Rügen, tschüss aus Lauterbach, bis zum nächsten Mal.